Moin ihr Lieben, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Aurich TV. Heute ist Mittwoch, der 24. November. Und ich bin in der Innenstadt und ich habe hier einen Gesprächspartner vor der Kamera, nämlich den Inhaber des Eiscafés Venezia. Nicola Furlan, den Namen musste ich mir jetzt gerade erst mal merken. Bella Italia, wunderbar. Auf jeden Fall hat Nicola ja bis jetzt mit seinem Eiscafé durchgehalten und geht morgen in die Winterpause, in die wohlverdiente. Und du hast dir was überlegt, was du morgen machen willst, ab 15 Uhr. Ab 15 Uhr morgen, wir wollten was bieten von unseren Kunden und von jeder Leute, dass die ganze Eis verschenken wollte. Ne? Also alles, was noch da ist, alles, was du produziert hast? Genau, alles, was noch da ist, wir wollten ab 15 Uhr verschenken, ab zwei Kugeln. Ja, also zwei Kugeln von den Leuten. Ja. Dann wird verschenkt. Tolle Idee, so zum Saisonausklang, weil was soll man das Eis wegschmeißen? Da kann man ja, besser... Wird verschenken, statt dann wegschmeißen. Ne? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Und was machst du mit den Torten? Aber mit den Torte, wenn... Selber essen? Nein, selber essen nicht. Selber essen nicht, aber wenn die wollten, die können auch. Ja. Torte to go. Torte to go, Torte to go. Ja, wunderbar. Also, ganz kurz, das war jetzt hier der kurze Einschwenker bei Nicola Furlan. Eiscafé Venezia am Marktplatz. Morgen am Donnerstag ab 15 Uhr. Bitte kommt dann nicht um 1 oder halb 2 oder um 2. Ab 15 Uhr zwei Kugeln umsonst nach Wahl, solange der Vorrat reicht. Oder Torte auf die Hand. Nicola, vielen Dank. Wir gucken mal morgen, wie es läuft. Wir werden darüber berichten. Gerne. Und ja, tolle Aktion, gute Idee. Vielen Dank. Vielen Dank euch auch. Ne? Wir würfeln einmal, Perspektivwechsel und es geht weiter. Tolle Idee, Eis umsonst, ja. Das ist eine schöne Aktion morgen, wir werden darüber berichten. Ich hatte ein Gespräch mit Angelo Kanzler und Angelo Kanzler ist ja nun der Organisator des Weihnachtszaubers und Angelo hat mich mal um eine Sache gebeten. Und zwar geht es um das Verhalten vieler Besucher. Und da muss ich ehrlich sagen, kann ich Angelo verstehen. Die müssen sich da einiges anhören, die Gastronomen und die Bratwurstbräter und Glühweinausschenker und werden da beschimpft teilweise, müssen sich da ganz böse Sachen anhören, nach dem Motto, ihr könnt euch euer Geld sonst wohin stecken. Liebe, liebe Leute, die können doch nichts dafür. Die können ja nichts dafür. Die müssen die Verordnungen des Landes und des Landkreises Aurich umsetzen. Die würden sich doch auch sehr gerne einen Weihnachtszauber wünschen, so wie wir den alle kennen. Ohne Maske, ohne Bändchen, so wie man das von früher gewohnt ist. Aber da trifft es dann ehrlich die Falschen. Und das muss ich an dieser Stelle bei uns jetzt auch nochmal ganz deutlich sagen. Wenn ihr schimpfen wollt, ist es ja okay, aber dann beschimpft bitte die Politik und beschimpft nicht die Schausteller, die geben ihr Bestes, die versuchen ganz ehrlich zu überleben und kämpfen und kämpfen und kämpfen und kriegen immer wieder von der Politik nur Knüppel in die Beine geworfen. Das ist unfair, ich sage das an dieser Stelle ganz deutlich, die Schausteller können nichts dafür, sondern überlegt mal lieber, wie man die irgendwie unterstützen kann. Ich bin da ganz klar auf der Seite derjenigen, die sagen, die Schausteller müssen irgendwie durch diese Krise durchlaufen, aber das funktioniert nicht so. In der Innenstadt werden Testzentren eröffnet, das ist vielleicht noch ein bisschen die News des Tages und zwar einmal gewohnt hinten in der Osterstraße, wo schon mal ein Testzentrum gewesen ist von Hilde Ubben, aber Hilde Ubben betreibt das wohl nicht und es wird jetzt dann wohl ein Testzentrum eröffnet werden und zwar im ehemaligen Klamottenladen gegenüber von Silomon. Da das Gebäude gehört ja Arno Fecht und da wird Alwin Müller, ich habe gerade mit Alwin Müller gesprochen, Firma CTC, der ist ja auch kein Unbekannter, der wird jetzt auch ein Testzentrum dort einrichten. Das soll zum Ende der Woche dann stehen und betriebsbereit und abnahmebereit sein und so wie Alwin Müller mir das gerade sagte, auch er geht natürlich davon aus, dass wir eine 2G+-Regelung irgendwann bekommen werden. Das heißt also, dass man nur noch auf den Weihnachtsmarkt darf als Geimpfter und Genesener mit Testung. Ob das funktioniert, kann keiner sagen. Alwin Müller sagt auch, wir werden es mal abwarten. Auf jeden Fall war die Idee, dass man
entsprechend diese Weihnachtsmarktbändchen auch gleich dort im Testzentrum ausgeben kann und gleich erhalten kann, wenn man denn möchte. Wie gesagt, das Gebäude wird dann jetzt hergerichtet, da muss noch Fußboden rein, da muss noch einiges gemacht werden. Und dann soll das Thema durchstarten. Testzentren schießen dann im Moment wohl wieder wie Pilze aus dem Boden. Es soll was im Industriegebiet Süd aufgebaut werden, einmal beim E-Center Cordes. Dann wird jetzt wieder ein Testzentrum aufgebaut vor dem Kino. Dort ist wieder dieser Drive-In, dieses Drive-In-Testzentrum. Und es gibt wieder oder es soll zusätzlich ein Testzentrum geben beim abgebrannten oder auf dem Gelände des abgebrannten Lidl-Marktes, auch im Industriegebiet. Auch dort wird ein Testzentrum zur Verfügung stehen. Ja, man muss sagen, hätte man das Ganze mit mehr Weitsicht betrachtet, hätte man schon vor 3 Monaten gesagt, die Testzentren müssen so bleiben, wie sie sind, müssen betriebsbereit bleiben. Da wäre man jetzt nicht so ins Loch gefallen. Aber was sollen wir dazu sagen? Es ist halt so, wie es ist. Wir können das nicht mehr ändern. Die Politik besteht aus einem riesengroßen Durcheinander, aus einem dilettantischen Durcheinander. Und dementsprechend sind jetzt also jede Menge Kraftanstrengungen vonnöten. Ja, was soll ich euch noch sagen? Wir werden, wie gesagt, morgen davon berichten, dass hier Eis verschenkt wird, dass es morgen Eis umsonst gibt. Jürgen ist auf jeden Fall mit der Kamera vor Ort. Wir gucken auch mal, wie sich das hier in der Auricher Innenstadt entwickelt. Ich wünsche euch heute erstmal einen schönen Abend. Haut rein, bleibt alle gesund. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, wenn wir gucken, wie denn das Eis aus den Händen gerissen wird. Und den Kuchen auf die Hand, den gibt es obendrein und wir sind gespannt. Ciao, tschüss, macht's gut.